Glück kommt selten allein, ist Ansichtssache. Und deswegen hat dieses Buch auch zwei Vorworte. Oder heißt es Vorwörter? Zwei Vorworte. Vorwort für Pessimisten und Kritiker. Vorwort für Optimisten und Neugierige. Dieses Buch kann Sie glücklich machen. Dieses Buch kann Sie enttäuschen. Es lässt sich in keine Schublade stecken. Es lässt sich in keine Schublade stecken. Da gehört es auch nicht hin. Es kann auf dem Wohnzimmertisch liegen, wo Sie ab und an in den Fotos blättern und sich inspirieren lassen. Es ist zwar wissenschaftlich fundiert, aber dafür viel zu leicht und zu persönlich geschrieben. Und dann noch diese ganzen Fotos, Zitate, Witze und Glücksmomente statt eines durchgehenden Textes mit Fußnoten. Es kann neben der Badewanne liegen, wo Sie sich gegenseitig die Witze und Glücksmomente vorlesen. Und es kann auf dem Schreibtisch liegen, denn dieses Buch ist auch ein Arbeitsbuch mit Übungen und Anregungen für den Alltag. Das ist keine Literatur, nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist halb und wird erst ganz, wenn Sie es vervollständigen, damit etwas anstellen und ruhig die Bastelbögen herausschneiden. Es ist ja keine Literatur. Sie werden bemerken, dass die Philosophiegeschichte, die Soziologie und die Grenzen der Begrifflichkeit vollkommen unzureichend reflektiert werden. Auf mühselige Erklärungen wird verzichtet. Denn was hilft einem die Philosophiegeschichte, wenn ich wissen möchte, wie ich hier und jetzt meinen Jammerlappen ausbringen kann? Und ständig tut der Hirschhausen so, als hätte das etwas mit ihrem und seinem Leben zu tun. Als sei die Welt kein Jammertal. Dabei wissen Sie es doch besser. Sonst wären Sie ja nicht Pessimist geworden. Das Thema Glück ist viel zu ernst, um es so albern abzutun. Das Leben ist viel zu wichtig, um es ernst zu nehmen. Zum Glück wissen Sie das besser. Sonst wären Sie ja nicht Optimist und neugierig auf anwendbare Glücksforschung. Es tut mir leid, ich kann nicht anders. Sie werden nicht finden, was Sie suchen. Aber behalten Sie das nicht für sich. Erzählen Sie ruhig weiter, wie schlecht das Buch ist. Sonst erwischt es noch jemanden, der nicht ausreichend kritisch an die Sache herangeht. Und der würde womöglich Spaß daran haben. Sie werden mehr finden, als Sie für sich selbst brauchen. Also geben Sie Ihr Glück an andere weiter. Und das Buch auch. Viel Spaß mit allem, was ich zusammengetragen habe. Und sollten Sie doch ein Licht am Ende des Tunnels erblicken, ist es wahrscheinlich ein entgegenkommender Zug. Ich hätte wirklich gerne eine positive Botschaft für Sie gehabt. Aber vielleicht nehmen Sie auch zwei negative. Und wenn nur eine positive Botschaft für Sie dabei ist, hat sich das Ganze doch schon gelohnt, oder? Sieben Dinge über das Glück, die Sie nie wissen wollten, aber eigentlich schon wissen. Erstens. Menschen sind gerne unglücklich. Davon kann jeder Arzt berichten. Hypochonder zum Beispiel, denen geht es nicht gut, wenn es ihnen gut geht. Masochisten tut es weh, wenn es nicht weh tut. Singles fehlt der Partner. Wozu? Na, zum Glück. Übrigens, nur so generell für alle, die zum ersten Mal hier dabei sind, wenn ich spreche und Sie müssen dabei nachdenken, mich stört's nicht. Machen Sie einfach. Offenbar lieben wir Schmerz, der nachlässt, mehr als neutrale Gefühle. Das erklärt auch, warum Frauen so gerne Schuhe kaufen, die einen Tick zu eng sind.
Für den kontrollierbaren Glücksmoment am Abend, wenn der Schmerz beim Ausziehen nachlässt. Übrigens, als Arzt kann ich noch ergänzen, das gleiche Glücksgefühl kann man auch im fortgeschrittenen Alter noch haben mit Thrombosestrümpfen. Zweitens. Wir sind nicht auf der Erde, um glücklich zu sein. Das Ziel der Evolution war immer Überleben. Wenn Sie das hier hören, hat Ihr Hirn seinen Job erfüllt. Glücksmomente sollen uns antreiben, unsere Überlebenschancen zu verbessern. Deshalb macht Essen Spaß. Deshalb macht Sex Spaß. Einige erinnern sich. Aber auf Dauer glücklich sein? Nein, das wäre der Tod. Die Urmenschen, die nach Mammutsteak und Orgie glücklich über die Wiese liefen, hat der Säbelzahntiger gefressen. Von denen stammen wir nicht ab. Wir überleben, weil Glück vorbeigeht und wir weiter dazulernen. Kein Mensch ist dazu verdammt, dauerhaft glücklich zu sein. Das ist eine frohe Botschaft. Drittens. Kein anderer Mensch ist dafür da, uns glücklich zu machen. Die romantische Idee, dass es einen Richtigen gibt, den du nur finden musst, dann ist das Glück auf Dauer garantiert, macht seit Jahrhunderten die Menschen nur eins, unglücklich. Mal ehrlich, wie wahrscheinlich ist es, unter 6 Milliarden Menschen den einzig Richtigen zu finden? Am besten noch innerhalb der ersten 80 Jahre, damit man noch ein bisschen was voneinander hat. Weil es Perfektion nicht gibt, wir sie aber trotzdem erwarten, halten wir den Partner, den wir womöglich gerade haben, fest und suchen heimlich weiter. Viertens. Shit happens. Mal bist du die Taube, mal bist du das Denkmal. Glück kommt und geht. Unglück auch. Aber im Unglück denken wir automatisch, das bleibt jetzt für immer so. Eine der schönsten Nachrichten aus der Traumaforschung ist, dass über 80% der Menschen, die brutale Schicksalsschläge erleben, gut damit klarkommen. Es braucht eine Zeit, aber auch ohne therapeutische Intervention sind sie 2 Jahre später nicht dauerhaft beeinträchtigt, oft sogar noch gestärkt. Unfälle, Krankheit, Trennung und Tod sind Teil des Lebens. Es gibt das Böse auf der Welt. Warum? Weiß Gott oder weiß der Geier? Und ich hoffe inständig, es sind 2 verschiedene Instanzen. Fünftens, go for Bronze. Wer ist Ihrer Meinung nach glücklicher? Silber- oder Bronzemedaillengewinner? Richtig, Bronze gewinnt, glückstechnisch. Nicht das Ergebnis macht uns glücklich oder unglücklich, es ist die Bewertung. Vor allem die Frage, mit wem vergleiche ich mich? Mit wem vergleicht sich Silber? Er schielt nach oben und flucht. Ah, 300stel und du hättest Gold. Bronze denkt, 300stel und du hättest gar keine Medaille. Bronze ist glücklich, denn er weiß, richtig doof ist Vierter. Sechstens. Wenn du wirklich was für dich tun willst, tu was für andere. Wir können uns nicht selber kitzeln. Probieren Sie es mal aus. Kitzeln Sie sich mal unterm Arm oder an der Seite. Geht das? Bringt's nicht so. Kitzeln Sie mal jemand neben sich. Ist lustiger, oder? Woran liegt das? Bevor sich meine Finger an meinen Füßen bewegen, ist mein Hirn vorgewarnt. Es fehlt einfach die Überraschung. Das ist so ähnlich wie beim Sex. Immer nur allein. Irgendwann denkst du, okay,
war schön, aber ich habe das jetzt auch kommen sehen. Sinnlichkeit miteinander zu teilen macht mehr Spaß als allein. Glück auch. Glück kann man sogar weitergeben, ohne es selber vorher gehabt zu haben. Und das ist nicht nur für Schwaben etwas sehr Attraktives. Glück ist ansteckend. Und jemand anderen glücklich zu machen und glücklich zu sehen, bringt dir viel mehr, als deinen eigenen Bauch zu pinseln. Dafür haben wir sogar Nervenzellen im Kopf, die Spiegelneurone. Lachen steckt an. Also umgib dich mit lebensfrohen Leuten. Lache und die Welt lacht mit dir, schnarche und du schläfst allein. Siebtens. Liebe dich selbst, dann können die anderen dich gern haben. Frauen fühlen sich nachweislich schlechter, nachdem sie eine Modezeitschrift durchgeblättert haben. Warum? Weil sie sich vergleichen. Oh Gott, ich sehe ja gar nicht so aus. Was für eine Überraschung. Das Leben ist ungerecht, aber normal verteilt. Es ist normal, kein Supermodel zu sein. Und unter uns? Ich war schon mit solchen Top-Schönheiten in Talkshows eingeladen. Ich habe die vor und in der Maske gesehen. Was dort mit denen gemacht wird, dafür kommt jeder Gebrauchtwagenhändler in den Knast. Männer vergleichen sich nicht automatisch mit dem Typen aus Fit for Fun. Wenn sie Zweifel an ihrem Körper haben, gehen sie in die Sauna. Schauen sich dort um und denken, ach, so schlimm ist es nicht. In der Sauna siehst du Menschen ungeschminkt, so wie Gott sie schuf und wie McDonald's sie formte. Es ist normal, über die Lebensspanne zuzunehmen. Ich habe mal 3 Kilo gewogen. An dieser Stelle weiß ich nicht, worüber Sie lachen, aber ich lese einfach mal weiter. Wie steht eine Frau vor dem Spiegel? Immer in Bewegung. Sie lässt nicht locker, bis sie etwas entdeckt, was nicht perfekt ist. Liebe Frauen, in dem einen Punkt könnt ihr etwas von uns Männern lernen. Wir zerfleischen uns nicht mit Selbstkritik. Wie steht ein Kerl vor dem Spiegel? Frontal, regungslos und kurz. Und nach 2 Sekunden ist er mit sich im Reinen. Passt schon. Mehr will er gar nicht wissen. Natürlich hat ein Mann irgendwann auch einen Bauchansatz. Aber kein Mann ist so doof und dreht sich vor dem Spiegel ins Profil. Gibt es ein glückliches Leben im Faulen? Und der Witz dazu, treffen sich 2 Säue am Trog. Fragt die eine, was gibt es heute zum Mittag? Sagt die andere, ach, schon wieder Perlen. Und wem dieser Witz zu komplex war, eine Scherzfrage, was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine. Und damit sind wir beim Thema. Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Würde es nicht mehr Sinn ergeben, Apfelkuchen zu essen? Martin Luther glaubte an die Kraft des Guten, an die Hoffnung, die keimt und die zuletzt stirbt. Aber die Erfahrung spricht dagegen. Das Böse hat eine große Kraft. Legt man einen faulen Apfel in eine Kiste guter Äpfel, passiert Folgendes. Alle guten Äpfel werden faul. Legt man hingegen in diese Kiste verdorbene Äpfel, einen guten, werden mitnichten die Faulen wieder gut.
sondern der einzige Gute auch noch faul. In meiner friedensbewegten Zeit hatte ich einen Button. Eine Atombombe kann einem den ganzen Tag versauen. Aber so dramatisch muss es gar nicht kommen. Ein paar winzige Schnupfenviren können mir auch schon den Tag versauen. Ein kleines Loch in meinem Fahrradschlauch ebenfalls. Und einmal ist es mir passiert, dass Leitungswasser im Wert von 0,03 Cent in 0,3 Sekunden einen Wert von 3.000 Euro vernichtet hat. Sie fragen sich, wie das geht. Ganz einfach. Ein Glas Wasser in die Laptop-Tastatur kippen. Es gibt viele Arztsäen, die in der Notaufnahme spielen. Emergency Room. Packt jeden. Keine Chance auf hohe Einschaltquoten, hätte dagegen eine Sendung, die heißt Aufwachraum, alles gut gegangen. Das interessiert höchstens die paar Angehörigen. Wir fürchten das Böse und gucken dennoch gerne hin. Mein Fahrlehrer war, weiß Gott, kein großer Psychologe. Aber eine wichtige Lektion hat er mir fürs Leben mitgegeben. Wenn auf der Autobahn vor dir plötzlich ein Hindernis auftaucht, schau nicht hin. Die meisten Menschen fixieren es. Wie magisch angezogen rasen sie genau dahin, wo sie nicht hinwollen. Was ist das Gegenteil der selbsterfüllenden Prophezeiung? Die selbsterfüllende Katastrophe. Es ist vor dem Unfall zwar für den Moment langweiliger, auf den Seitenstreifen zu schauen, doch genau dazu müssen wir uns zwingen, wenn wir nicht in unser Unglück brettern wollen. Das tut uns auf Dauer gut, aber wer kann das Gute schon auf Dauer gut ertragen? Das Böse fasziniert, das Gute langweilt. Was wäre Dr. Jekyll ohne Mr. Hyde? Batman ohne den Joker? Marianne ohne Michael? Wir lesen Krimis lieber als erbauliche Geschichten. Wir hören lieber, wer sich blutig getrennt hat, anstatt darüber zu reden, wer nach vielen Jahren immer noch zusammen ist. Wir fragen, wie geht's? Und wenn die Antwort gut lautet, ist das Gespräch schlagartig zu Ende. Gut, Menschen sollen weiterziehen. Spannender sind die Gespräche, wenn es nicht gut geht. In meinen ersten Bühnenjahren als Moderator im Varieté waren die Shows oft grandios, aber sie haben nie im Fernsehen funktioniert. Warum? Im Varieté zittert das Publikum live mit, wenn die junge Frau am Trapez ihr Leben riskiert. Vor der Glotze langweilt es, weil einem intuitiv klar ist, na, die wird schon nicht runterfallen, sonst würden sie es nicht zeigen. Aus dem gleichen Grund gucken wir Formel 1, am liebsten live. Doch nicht, um Männer im Kreis rasen zu sehen. Uns interessiert nicht der Regelfall, uns interessiert der Unfall. Wir hoffen über Stunden, einen dieser raren Momente zu erwischen, in dem es einen von ihnen richtig erwischt. Darauf lauern wir wie die Geier. Das klingt böse, ist aber so. Staus entstehen auf der Gegenfahrbahn des Unglücks, weil alle gaffen, nicht um zu helfen, sondern um sich daran wohlig schaudern zu erbauen, dass sie selbst nicht betroffen sind. Wenn es mir schlecht geht, schaue ich nachmittags Talkshows. Denn dann weiß ich sofort, es gibt ein paar Probleme, die ich nicht habe. Und im Vergleich wird mir plötzlich wieder klar, eigentlich habe ich doch eine intakte Familie. Bei jeder Gelegenheit wünschen wir Gott und der Welt viel Erfolg, viel Glück und vor allem Gesundheit. Aber worüber würden wir reden, wenn es dazu käme? Die Welt ist schlecht. Zum Glück. Jetzt haben wir ein paar Missverständnisse über das Glück ausgeräumt. Und Glück kommt selten allein. Das nächste große Kapitel ist dann Glück kommt mit anderen.
Denn es gibt tatsächlich in der Glücksforschung wenige Befunde, die weltweit überall immer wieder bestätigt wurden, wie der eine zentrale Punkt: Freundschaft, soziale Beziehung ist der allerwichtigste Faktor zur persönlichen Zufriedenheit. Zum Thema Glück in der Liebe, ein sehr kurzer und fieser Witz. Er: Was wünschst du dir zu Weihnachten? Sie: Wenn ich ehrlich bin, die Scheidung. Er: Wenn ich ehrlich bin, so viel wollte ich nicht ausgeben. Verheiratete Menschen sind glücklicher als Unverheiratete. Aber jetzt wird es unromantisch. Das liegt an einer statistischen Verzerrung. Erstens will die durchweg Unglücklichen ja auch keiner heiraten. Zweitens geht die gehobene Stimmungslage nach 2 Jahren vorbei, beginnt aber dafür schon 1 Jahr vor der Ehe. Aber das ist nur Statistik. Das eigene Leben kennt keinen Mittelwert, sondern Hochs und Tiefs. So ist auch innerhalb einer Ehe das Glück unterschiedlich verteilt. Viele Frauen sind neidisch auf ihren Mann, weil der so glücklich verheiratet ist. Heirate oder heirate nicht, du wirst es bereuen. Das hat Sokrates gesagt. Oder war es Franz Beckenbauer? Die meisten großen Denker waren höchst skeptisch, was die Ehe anging. Von den Griechen, die sich lieber von Knaben inspirieren ließen, über Nietzsches: Gehst du zum Weibe, vergiss die Peitsche nicht. Bis zu Schopenhauer: Glück ist Unglück, das man nicht hat. Das ist so lebensbejahend, wie zu sagen: Ich habe zwar keine Freunde, aber dafür kenne ich auch noch nicht alle, die ich nicht leiden kann. Schaut man sich die konkreten Leben der großen Denker an, fragt man sich, warum ausgerechnet diese frustrierten, neurotischen und beziehungsunfähigen alten Säcke uns für das gute Leben als Vordenker taugen sollen, wo sie als Vorbilder komplett versagt haben. Freud meinte, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht vorgesehen. Er schrieb dies im Erschöpfungszustand seiner Kokainabhängigkeit. Schopenhauer war zerfressen von Ehrgeiz. Nietzsche wiederum hatte sich beim Weibe eine fiese Infektion geholt und hätte besser statt der Peitsche ein Kondom dabei gehabt. So sehr die Philosophen das Problematische der Liebe überbetonen, vertonen Schlagersänger und Dichter bevorzugt eine Idee. Es gibt den einen Partner, die große Liebe, wir müssen sie nur finden, ihr einmal in die Augen schauen und den Rest des Lebens sind wir unvermeidlich glücklich. Als ideales Liebespaar gelten Romeo und Julia, weil sie es so schwer hatten und für die große Liebe in den Tod gingen. Böse Zungen können behaupten, sie hatten es leicht. Sie mussten es ja nie ernsthaft miteinander versuchen. Tristan und Isolde setzten die falschen Signale und Segel. Ewig schmachten, stets unterwegs, bekamen sie sich nie und konnten sich erst im Tode vereinen. Nennen Sie mich unromantisch, aber ich vereine mich auch ganz gerne lebendig. Dramatisch verliebt sein ist schön, aber nur für die Leute, die es gerade selbst sind. Für alle anderen drumherum ist es eher anstrengend, oder? Mal ganz ehrlich. Verliebt sein ist nicht Glück. Zu viele Menschen sind verliebt in das Gefühl des Verliebtseins, in den Rausch, in die Ekstase, wobei das Gegenüber eine verschwindende Rolle spielt. Manche sind auch schon sowas von verliebt in sich, dass man von Glück reden kann, dass sie sich überhaupt selbst begegnet sind. Nicht auszudenken, sie wären jemand anderes. Hölle, Hölle, Hölle. Das Hirn bei frisch Verliebten ähnelt in der Röntgenröhre dem von Zwangsgestörten. Alle Gedanken werden wahnhaft mit dem Objekt der Begierde verknüpft. Verliebte sagen Sätze wie: Schau mal, hier fährt ein rotes Auto. Mein Schatz fährt auch ein rotes Auto.
Und wenn eins vorbeikommt, dann soll mir das sagen, dass er gerade an mich denkt. Dafür kann man in der Klinik schon mal 5 Milligramm Haldol bekommen. Um das Denken wieder gerade zu rücken. Aber das macht weder in noch außerhalb der Klinik jemand, denn jeder Arzt und jeder Laie weiß, es dauert nicht lange und geht auch von ganz alleine vorbei. Ein Freund von mir schickte plötzlich total verknallt seiner sowas wie du ist noch nie da gewesen 500 SMS an einem Tag. Alle auf ein Handy. Das erinnert an das Mengenverhältnis von Samenzellen zu Eizelle. Da braucht es auch eigentlich nur eine, die sagt, ich lieb dich, ich will ein Kind mit dir. Aber sicherheitshalber schwimmen mal ein paar mehr mit. Für den Fall, dass der erste Botschafter es nicht so bringt. Die beiden haben tatsächlich sofort ein Kind bekommen, leben zusammen. Und heute muss er mehrere Tage sammeln, um genug Zeichen für eine neue SMS zusammenzubekommen. Denn das meiste ist schon gesagt. Wahrscheinlich wissen Mobilfunkanbieter viel mehr über den zeitlichen Verlauf von Verliebtheitsphasen als Psychologen. Andererseits würde man immer mit der Fortpflanzung warten, bis man sich gut kennt, wären wir ausgestorben. Nach einem Jahr denkt der Mann heimlich, ist das wirklich das Gesicht, neben dem ich den Rest meiner Tage aufwachen will? Dieses eine Kinn, auch wenn es nicht mehr nur eins ist. Und die Frau denkt, ist das wirklich der Typ, der später mal meine Kinder jedes zweite Wochenende sehen darf? % der Boulevardnachrichten berichten, wer sich verliebt hat und wer sich getrennt hat. Das ist doch schrecklich banal. Warum soll mich das interessieren? Warum gibt es kein People-Magazin über Leute, die noch zusammen sind? In dem nur Geschichten erzählt werden, die zeigen, wie man es schaffen kann, der Romantikfalle zu entfliehen. Ohne gleich das ganze Porzellan zu zerschmeißen. Ich plädiere für einen Grand Prix, bei dem nur Lieder über stabile Beziehungen zugelassen sind. Nicht sowas wie Yesterday, sondern Alltag heute. Sowas. Nicht sowas wie Als ich dich das erste Mal sah, sondern eher sowas, wo du schon mal da bist. Nicht dieses, wo bist du, sondern ich wach neben dir auf und das schon seit 8 Jahren. Ekstase ist anders, aber es ist okay. Ich hab's noch nicht ganz, aber in die Richtung sollte mir mal denken. Ist noch kein Hit, ist mir schon klar, aber das finde ich wirklich romantisch. Denn zwischen Verliebtheit und Ernüchterung gibt es noch etwas. Die kameradschaftliche Liebe. Sie ist an den Augenbewegungen zu erkennen. Sich nicht wie die Verliebten nur in die Augen sehen. Auch nicht wie die Ernüchterten nach allen anderen Seiten umsehen. Sondern gemeinsam in eine Richtung. Am besten parallel. Denn Parallelen schneiden sich im Unendlichen und manchmal auch schon vorher. Im wirklichen Leben gibt es kaum etwas Schöneres, als Dinge miteinander zu teilen. Wenn man als Mann nicht mehr alles weiß, was man schon mal Blödes gesagt oder getan hat, weiß man nach der Hochzeit immer, wen man danach fragen kann. Und Freunde bleiben kann man auch, ohne sich zu trennen. Nichts gegen Leidenschaft. Gerne als Starthilfe, aber doch nicht als Fundament einer Beziehung. Wenn man sich immer noch leiden kann, nach 4 Stunden im Stau,
In den 15 Minuten vor dem Aufstehen und die erste halbe Stunde nach einem 14-Stunden-Arbeitstag, dann kommt das der wahren Liebe, wie ich sie mir wünsche, schon ziemlich nah. Ich habe mal ein Ehepaar gefragt, wie sie 30 Jahre lang glücklich verheiratet bleiben konnten. Wir pflegen gezielt kleine Rituale. Wir gehen regelmäßig in das Restaurant, in dem wir uns kennengelernt haben. Dort gibt es gutes Essen, Kerzenlicht, Pianomusik. Ich gehe immer dienstags, er geht donnerstags. Glück kommt selten allein, Glück kommt mit anderen. Kinder, Kinder. Jesus sagte, lasset die Kinder zu mir kommen. Aber der hatte auch zu Hause keine Lautsprecherboxen für 2000 Euro. Dieter Nuhr. Der mit Abstand am häufigsten genannte Glücksmoment meiner Zuschauer lautet, die Geburt meines Kindes. Nun habe ich das als Vater noch nicht erlebt. Als Mutter erst recht nicht, aber als Arzt war ich oft bei Geburten dabei. Und das ist mit das Bewegendste, was man so erleben kann. Ich weiß noch genau, wie ich als Austauschstudent in England das erste Mal assistieren durfte. Und bei aller Romantik, es ist nicht alles schön bei einer Geburt. Und es ist auch nicht alles Kind, was dabei herauskommt. Vor allem sind sie nicht so hübsch, sauber und rosig wie im Kino. Als ich das erste Mal das Köpfchen sah, dachte ich sofort, oh Mann, da ist jetzt aber auch alles schiefgegangen. Gequetschte Knochen übereinander, blau angelaufen mit weißer Schmiere überall. Aber dann dieser magische Moment. Der erste Atemzug, der erste Schrei. Und im Gesicht wird aus dem Blau ein zartes Rosa. Übrigens bei Jungen und Mädchen gleichermaßen. Ich musste mir auf die Zunge beißen, um nicht zu heulen. Und mich selbst daran erinnern, dass ich ja nicht der Vater, sondern der anwesende Medizinstudent war. Vor einer Generation war es noch etwas Besonderes, wenn der Vater bei der Geburt seines Kindes anwesend war. Heute ist es etwas Besonderes, wenn der Vater bei der Zeugung seines Kindes anwesend ist. So ändern sich die Zeiten. Über die Glücksmomente in der Zeit nach der Geburt wird wenig aufgeschrieben. Nicht, dass es die nicht gäbe. Das erste Stillen, das erste Lächeln, der erste Stuhlgang. Das sind alles große Momente, die aber im Gegensatz zur Geburt einer gewissen Gewöhnung unterliegen. So wird der 300. Stuhlgang selten noch vom gleichen Enthusiasmus begleitet, zumindest nicht von Elternseite. Das Kinderglücklichmachen ist eine mächtige Idee. Würden nicht weite Teile der Menschheit so denken, wären wir längst ausgestorben. Würde nicht ein Großteil der Menschen glauben, dass Geld glücklich macht, sähe die Welt auch anders aus. Aber kurioserweise sinkt mit steigendem Einkommen und höherer Bildung die Kinderzahl. Die Statistiken sind eindeutig. Jede Frau hat heute im Schnitt 1,3 Kinder, aber jedes Kind hat im Schnitt 1,0 Mütter. Die Kinder sind bei der Geburt immer gleich alt, aber die Mütter werden immer älter. Dafür werden die Kinder heutzutage auch immer älter, aber eben ohne Kinder. Und wenn die Eltern schon keine Kinder haben, sieht es für die Enkelgeneration ganz schlecht aus. Ein echter Milchmädchenkomplott. Wenn heute eine ganze Generation keine Kinder mehr will, dann setzt sie eigentlich nur um, was ihr ihre Eltern immer gesagt haben. Ihr sollt es doch einmal besser haben als wir. Eine ganze Generation hat in der Bravo alles über Verhütung gelernt und wendet es auch noch an. Das hatte sich die Evolution anders vorgestellt.
Kinder bringen den Eltern wirklich messbare Vorteile. Kinderlose leben sehr viel ungesünder, konsumieren mehr Alkohol und Nikotin und sterben entsprechend öfter an Krebs und Infarkten. Kinder erziehen ihre Eltern offenbar zu einem gesünderen Lebensstil, weil man ja plötzlich Vorbild ist und die Antwort auf die Frage kennt: Von wem hat ihr Kind das eigentlich? Kinder strukturieren den Alltag. Sie bringen einen zwar zum Wahnsinn, aber nehmen einem auch genau die Zeit, die man bräuchte, um sich erstens darüber klar und anschließend darüber trübsinnig zu werden. Plötzlich sind die eigenen Befindlichkeiten nicht mehr das zentrale Thema, sondern die Befindlichkeit des Balges. Und das erleben viele als echte Befreiung. Unter dem eigenen Nabel ist etwas herangewachsen, das den Blick vom eigenen Nabel weglenkt. Das mit der Fruchtblase auch das Ego platzen lässt. Dieser Altruismus lässt einen vielleicht schneller ergrauen, aber auf eine Art auch jünger bleiben als die ewig jugendlichen Kinderlosen, die immer versuchen, in zwei Generationen gleichzeitig zu leben und mit schütter werdendem Haar und Turnschuhen ihren eigenen Nachwuchs darzustellen. Der geschätzte Kollege Atze Schröder bringt es in seinem Programm Mutterschutz auf den Punkt. Ich kann noch so einen geilen Porsche haben. Er wird nie an einem Sonntagmorgen an meinem Bett stehen und sagen: Papa, ich liebe dich. Das war jetzt eine sehr tiefe Stimme, ich glaube, das passt nicht so richtig. Und da würde mir auch das Herz schmelzen, aber vielleicht nicht um 6.30 Uhr. Für ein weiteres, möglicherweise unterbewertetes Glücksgefühl von Eltern gibt es sogar ein eigenes jiddisches Wort, Natschas. Ein kultur- und generationenübergreifendes Gefühl von Stolz auf den eigenen Nachwuchs. Ein Erleben, dass einem die Kinder nicht allein gehören, dass sie ein Geschenk, ein Segen sind für uns und für die Welt. Was man selbst nicht geschafft hat, wird als Aufgabe weitergegeben. Ein Teil von einem lebt weiter und im günstigsten Fall sogar der bessere. Und diese Freude ist schwer zu messen, zu beschreiben, geschweige denn nachzuempfinden. Eine Mutter wird gefragt: Wie alt sind denn ihre Kinder? Und sie antwortet: Der Arzt wird jetzt 3 und der Jurist geht schon in die 1. Klasse. Ich kam mal durch Zufall an ein Interview von Robbie Williams. Und da hat er zugegeben, wie ihn das belastet, dieses ganze Geld, die ganzen Frauen. Und ich dachte, welcher Mann möchte da schon mit ihm tauschen? Ich glaube, jeder. Mit wem wollen Sie tauschen? Mit mir? Kann ich Ihnen nicht empfehlen. Cher hat mal gesagt, es ist nicht immer leicht, Cher zu sein, aber irgendjemand muss es ja tun. Setzen Sie statt Cher einfach mal Ihren eigenen Namen in das Zitat und schreiben Sie auf einen leeren Abreißkalender 365 Mal auf und sagen sich das jeden Tag neu: Einer muss es ja tun, wenn ich mein Leben nicht lebe, wer sonst? Und daraus ist ein Gedicht entstanden. Tauschen. Manchmal möchte ich ganz einfach tauschen. Popstar für einen Tag. Auf der Bühne ein Tier. Girlies kreischen nach mir. Aber was, wenn ich Fanpost nicht mag? Manchmal möchte ich ganz einfach tauschen, Postbote, für einen Tag. Flanieren im Hellen, jede Einfahrt zustellen. Aber was, wenn ich Hunde nicht mag? Manchmal möchte ich ganz einfach tauschen, Hund sein, für einen Tag. Markier das Gemäuer, Herrchen zahlt Steuer. Aber was, wenn ich Frauchen nicht mag? Manchmal möchte ich ganz einfach tauschen, Frau sein, für einen Tag. Orgiastisch zu lieben, Kinder zu kriegen, aber was, wenn ich Männer nicht mag? Manchmal möchte ich ganz einfach tauschen, ich selbst sein, für einen Tag. Niemand anders sein wollen,
hier und jetzt aus dem Vollen. Aber was, wenn ich mich dann nicht mag? Viele Menschen glauben ja, dass Glück sei eine Glückssache. Im Deutschen tun wir uns sehr schwer damit, zu akzeptieren, dass Glück nicht ein Gefühl ist, sondern fünf verschiedene. Glück ist eigentlich ein total unglücklicher Begriff, denn wir können im Englischen unterscheiden zwischen Luck, Pleasure und Happiness, dem Zufallsglück, dem Glück des Genusses und dem Glück, anhaltend zufrieden zu sein, auch im Nachhinein, wenn ich etwas getan habe, worauf ich stolz bin. Wir schmeißen das alles in einen Topf und sagen, Schokolade macht glücklich oder auch sich bewegen macht glücklich. Aber es macht einen großen Unterschied, ob ich eine Stunde lang gejoggt bin oder eine Stunde lang zu Hause Schokolade esse. Sie können mir glauben, ich habe es probiert. Das Glück des Zufalls wurde in der Antike dargestellt durch die Göttin Fortuna. Fortuna hatte die Haare von hinten nach vorne. Um zu symbolisieren, die günstige Gelegenheit kommt auf dich zu, du musst sie am Schopfe packen, sonst ist sie vorbei. Ältere Männer machen oft ihre letzten Haare so von hinten nach vorne und denken, so sieht das Glück aus. In vielen Geschichten spielen meine Großeltern eine Rolle und die sind nicht ausgedacht, die sind tatsächlich erlebt. Und an dieser Stelle widme ich Ihnen die Geschichte Lerne Waldhorn. Es gibt von dem dänischen Philosophen Kierkegaard ein wunderbares Zitat: Leben kann man nur vorwärts, verstehen kann man es nur rückwärts. Mein Großvater hatte Humor. Die Wissenschaft weiß bisher wenig darüber, auf welchem Chromosom der Witz weitergegeben wird. Aber zumindest auf mündlichem Wege wurde mir eine Geschichte von ihm vererbt. Mein Großvater und sein Wort galten in der Familie etwas. Und so suchte ihn mein Onkel kurz nach seinem Abitur auf, in der Hoffnung, von dem klugen Mann eine richtungsweisende Entscheidung für sein Leben zu erhalten. Lang und breit erläuterte mein Onkel meinem Großvater, welche Neigungen und Optionen er für sich sah. Einerseits könnte ich der väterlichen Linie folgen und Forstwirtschaft studieren, aber andererseits reizt mich das Künstlerische, ich könnte auch Musik studieren, etc., etc. Geduldig hörte mein Großvater zu und antwortete augenzwinkernd: Forst oder Musik? Lerne Waldhorn. Das muss auf meinen Onkel wie eine verbale Ohrfeige gewirkt haben. All die lang gehegten Gedanken so schnöde abgetan. Doch langsam wurde ihm klar, dass in den zwei Worten vier Botschaften steckten. Mach nicht so viele Worte. Nimm dich nicht so ernst. Ich werde dir die Entscheidung nicht abnehmen. Und wenn man Entscheidungen auf ein Entweder-Oder reduziert, übersieht man häufig, was einen im Kern an den Möglichkeiten reizt. Schau, ob es nicht einen dritten Weg gibt, der beide Aspekte miteinander verbindet. Unser Verstand will klare Entscheidungen, konsequent und logisch. Aber die meisten Dinge im Leben sind nicht so eindeutig, so logisch, so konsequent. Und fast nie können wir absehen, was auf lange Sicht aus dem einen oder dem anderen Weg alles werden könnte. Darüber kann man verzweifeln oder lachen. In asiatischen Sprachen gibt es einen Ausdruck für weder das eine noch das andere, das Mu. So wird auch der Zen-Schüler bei anscheinend unlösbaren Rätseln mit dem Verstand in die Sackgasse geführt, bis er sich mit einer Lösung auf einer neuen Ebene aus dem Widerspruch befreit. Das sind solche Koans, heißen diese Rätsel an die Meditationsschüler. Zum Beispiel ein berühmtes: Wie klingt das Klatschen einer Hand? Darüber kann man lange grübeln. Oder sich die eine Hand an die Stirn hauen, bis es klatscht. Sich nicht entscheiden können, macht zuverlässig unglücklich. Wir klammern uns an jeden Strohhalm, anstatt beherzt den Kürzeren zu ziehen. Jetzt lachen all die, die noch die Strohhalmziehmethode kennen.
glücklicher macht, zum Beispiel sich zu sagen, ich will mich momentan nicht entscheiden oder ich freue mich, dass ich mehrere gute Möglichkeiten habe. Es ist gar nicht so wichtig, welche es wird. Oder weil ich selbst gar nicht alle Möglichkeiten überblicke, ist eine zufällige Entscheidung besser als keine. Manchmal sollte man einfach mal Xing Shang Shong mit sich selbst spielen. Rechte Hand gegen die linke Hand, beide Hände hinter den Rücken, aber nicht schummeln. So oder so sitzt man zwischen zwei Stühlen auf Dauer unbequem. Es sei denn, man legt ein Brett drüber. Es gibt immer einen dritten Weg, der aber nicht der Mittelweg sein muss. Wir brauchen neue Sprichwörter. Mein Vorschlag, wer die Wahl hat, hat die Wahl. Vielleicht täten wir uns in Deutschland tatsächlich leichter, wenn wir in unsere so scharf unterscheidende Sprache auch ein Wörtchen der Einsicht in die Widersprüchlichkeit der Welt aufnehmen würden. Ein deutsches Wort für Mu. Das sächsische Nü kommt dem schon nah. Mein Onkel studierte übrigens Politik und arbeitete als Friedensforscher daran mit, den Kalten Krieg zu beenden. Deutschland hat sehr davon profitiert, dass die Supermächte aus ihrem Entweder-Oder, Pershing oder SS-20, Erstschlag oder Zweitschlag, herauskamen. Das ist doch eine gute Lösung. In einem Deutschland gibt es wieder zwei Frankfurts. Oder? Die spannende Frage ist natürlich, warum wir in Deutschland, obwohl wir eine der reichsten Nationen der Welt sind, nicht eine der glücklichsten sind. Und tatsächlich glaube ich, dass der Umgang mit Konsum etwas maßgeblich damit zu tun hat. Volkskrankheit Zufilitis. Werbespruch. Dieses Gerät nimmt Ihnen die Hälfte der Arbeit ab. Dann nehme ich zwei. Immer mehr Menschen sind unglücklich, weil sie sich an der Misere der deutschen Wirtschaft schuldig fühlen. Neulich erst sagte eine Frau, Herr Doktor, ich will ja gar nicht sparen, ich möchte was kaufen, aber was? Das ist kein Einzelfall. Die Diagnose lautet psychogene Shoppinghemmung, volle Regalneurose, Buyout-Burnout oder auf Deutsch die Zufilitis, eine Volkskrankheit. Der typische Zufilitiker leidet darunter, dass er gerne Geld ausgeben möchte, aber schlichtweg von dem zu viel an Auswahl gelähmt wird. Die Qual der Wahl führt bis zur Depression und zum kompletten Konsumverzicht. Der Grund dafür liegt im Gehirn. Es kann sich kurzfristig nie mehr als 7 Sachen merken. Glaubt man gar nicht. Probieren Sie es aus. 6, 4, 5, 2, 1. Können Sie das wiederholen? Ja, kein Problem. 4, 7, 3, 8, 2, 7, 9, 2, 1, 6, 8, 9. Nach 7 Ziffern steigen wir aus. Wer verdient damit Geld? 11, 8, 3, 3. Das Schimpansenhirn hat im Arbeitsgedächtnis 5 Speicherplätze, für Menschen 7, wenn wir trainieren. In dem Punkt sind wir evolutionär nicht wirklich weit gekommen. Peinlicherweise sind Schimpansen bei einigen Merkaufgaben sogar besser als Studenten. Jeden Computer mit einem so kleinen Arbeitsspeicher würden wir im Regal liegen lassen. Und gleichzeitig ist unser kleines Kurzzeitgedächtnis der Grund, warum wir so affig lange vor einem Kühlregal im Supermarkt stehen. Eigentlich wollten wir nur schnell eine Erdbeermarmelade kaufen. Dummerweise stehen aber mehr als 7 im Regal. Schon sind wir überfordert und versuchen natürlich die beste Entscheidung zu treffen. Die Marke kenne ich, ist die vielleicht besser? Die hat nur Erdbeeren, die Erdbeermango. Die hält noch 2 Monate, die sogar 8. Ist das jetzt gut oder schlecht? Hält die Marmelade mit Konservierung länger oder halte ich länger, wenn ich eine ohne Konservierungsstoffe esse? Und warum sehen dann die Leute im Ökoladen oft so unkonserviert aus? Aber nicht ablenken. Der Preis soll es entscheiden.
sind 50 Gramm mehr wirklich 12 Cent wert. Jetzt müsste man den Dreisatz können. Egal, Augenmaß geht auch. Nehme ich gleich das große Glas und esse es aber nur zur Hälfte auf, ist es dann nicht gleich günstiger, das kleine, teure Glas zu nehmen? Stopp! Das ist keine Marmelade, das ist Gelee. Wie wichtig sind mir jetzt die Stückchen? Was kaufst du am Ende? Nutella. Konsumforscher haben herausgefunden, wenn mehr als 10 Produkte der gewünschten Kategorie im Regal stehen, gehen wir in 40% der Fälle ohne ein einziges zu kaufen nach Hause. Und zwar mit schlechtester Laune, weil wir nicht bekommen haben, was wir wollten. Zu viel Litis. Da helfen auch keine längeren Öffnungszeiten, im Gegenteil. Wenn wir bis 22 Uhr Zeit haben, dann stehen wir eben 2 Stunden länger vor dem Regal und gehen dann frustriert nach Hause. Mein Tipp, wer die Wirtschaft ankurbeln will, muss die Läden schließen. Immer nur zur vollen Stunde für 5 Minuten auf. Dann wieder 1 Stunde zu. Das würde die Kaufentscheidung enorm beflügeln. Die meisten warten doch mit Absicht, bis alle Läden endlich geschlossen sind, um guten Gewissens zur Tankstelle gehen zu dürfen. Da gibt's keine Auswahl. Wir nehmen, was da ist, ärgern uns kurz über die Preise und gehen zufrieden nach Hause. Deswegen baut die Industrie nicht nur Arbeitsplätze ab, sondern auch Vielfalt. Heute gibt es nur halb so viele Automarken wie vor 10 Jahren. In weiteren 10 Jahren gibt es vielleicht nur noch einen einzigen Mega-Fusions-Automobilhersteller. Nur noch 2 Modelle. Und wer ein Auto will, muss sich 7 Jahre vorher anmelden. Ist das der Sieg des Kapitalismus? Zum Glück gibt es ein Amt, das darüber wacht, dass keine Monopole entstehen, das Kartellamt. Aber wenn es ernsthaft Monopole verhindern soll, warum gibt es nur ein Kartellamt? Und sind die angeblich freien Märkte so viel verbraucherfreundlicher? Mobiltelefonieren hieß in den 80ern für meine Mutter, dass der Apparat der Post nicht mehr an der Wand angeschraubt war, sondern sie mit dem langen Kabel in die Küche gehen und die Tür zumachen konnte. Das war ein riesiger Fortschritt damals. Heute heißt Mobiltelefonieren, dass du bei jedem Gespräch ein schlechtes Gewissen hast. Denn für diese Entfernung, dieses Netz, diese Tageszeit hätte es irgendwer billiger angeboten. Wenn ich das jedes Mal recherchiere, habe ich am Ende des Tages sicherlich 50 Cent gespart. Aber auch eine halbe Stunde Lebenszeit für immer verdödelt. Ich gehe lieber eine halbe Stunde täglich spazieren und finde 50 Cent auf dem Weg. Warum? Weil ich die gestern dorthin geworfen habe und alle mit ihren optimierten Handytarifen dran vorbeigelatscht sind. Der erste Text aus dem Kapitel Glück kommt selten allein, es kommt mit dem Genuss, heißt Zu wenig Glück im Blut. Was ist wirklich gesünder, 3 Vierkornbrötchen oder 4 Dreikornbrötchen? Und Sie können diese Frage jetzt mal in kleinen Gruppen diskutieren. Müssen aber nicht. Ärzte kennen Glück nur mit Y. In so poetischen Wörtern wie Glückämie. Und alle, die das komisch finden, sind entweder medizinisch bewandert oder Diabetiker. Auf Deutsch heißt das Glück im Blut. Kennt man von Kaffeekränzchen. Oma, noch ein Stück Zucker? Nee, danke, Zucker habe ich selbst. Hypoglykämie bedeutet, ich bin unterzuckert. Der Glukosegehalt im Blut und das Gefühl Glück hängen tatsächlich eng zusammen. Zucker ist Hirnnahrung. Ein Grundbedürfnis, das wir besser nicht ignorieren. Wer unterzuckert ist, hat es schwer, glücklich zu sein. Unser Gehirn verbrennt 100 Gramm Zucker jeden Tag. Sein Gewicht beträgt 3,5% des gesamten Körpergewichtes. Dafür verbraucht es aber 20% der gesamten Energie.
Der Kopf ist ein Durchlauferhitzer. Das heißt, wenn Energie fehlt, merkt man es in der Birne zuerst. Das stimmt nicht ganz. Man selbst merkt es eigentlich als letztes. Alle anderen haben es schon zuvor bemerkt. Das Blöde ist nur, wenn der Deutsche kapiert, oh, ich habe gerade richtig schlechte Laune, glaubt er, es bestehe Meldepflicht. Alle, die es noch nicht wissen, muss ich in Kenntnis setzen. Nein. Die Pflicht als Stimmungsprofi besteht darin, sich kurz zu fragen, habe ich gut für mich gesorgt? Sind die Grundbedürfnisse meines Gehirns erfüllt? Und ich nehme einfach immer die 5 Finger an der Hand und stelle mir 5 einfache Fragen. Wann habe ich zuletzt was gegessen? Wann habe ich mich zuletzt unter freiem Himmel bewegt? Wann habe ich zuletzt geschlafen? Mit wem und warum? Und da hat man innerhalb von wenigen Sekunden die 5 größten Quellen von schlechter Laune systematisch sortiert. Und dann kann man immer noch gucken, ob die anderen schuld sind. Die Stimmung von Menschen, die gerade eine Diät machen, ist genau aus diesem Grund oft schlecht. Die verzichten auf das Frühstück, verkneifen sich das Mittagessen und sind am Nachmittag überraschenderweise unausstehlich. Das war biologisch eigentlich vorhersagbar. Was hilft dann? Nicht diskutieren, unauffällig einen Schokoriegel in Sichtweite legen und sich rasch entfernen. Nach einer halben Stunde kann man wiederkommen und reden. Nach einer Stunde allerdings wird es schon wieder kritisch. Der hohe Zuckeranstieg löst eine starke Gegenreaktion aus. Das Insulin schafft den Zucker aus dem Blut in die Zellen und so landet er da, wo er uns auf Dauer nicht glücklicher macht, auf den Hüften. Deshalb sind die 3- oder 4-Kornbrötchen die zuverlässigeren Glücksbringer. Die Energie, die sie liefern, wird langsamer frei. Essen macht glücklich. Und je fettiger und süßer es ist, desto mehr frohlockt unser Neandertalerhirn, weil es damals höchst selten so kalorienhaltige Speisen gab und wir an diesen Glückstagen vorsorgen konnten für die nächste Hungersnot. Das Problem ist, dass heute in unseren Breiten Hungersnöte nicht vorkommen. Und trotzdem speichern wir alles, was wir kriegen können. Denn weil es historisch kaum notwendig war, einen Warnmelder zu entwickeln, der uns davor schützt, zu viel zu essen, spüren wir Hunger und Appetit viel deutlicher als Sättigung. Und so sind viele Menschen auf der Nordhalbkugel der Erde zu dick, hungern sich von einer Diät zur nächsten und sind unglücklich, während auf der Südhalbkugel gehungert wird, weil die Lebensmittel nicht fair verteilt werden. Eine perverse Situation, ich wollte es nur erwähnen. Übergewichtige haben oft noch weniger Gespür dafür, wann es reicht. In einem genialen Experiment sollten die Teilnehmer eine Suppe essen, bis sie satt waren. Der Trick, der Teller füllte sich unbemerkt nach. Er wurde also nie wirklich leer, wie im Schlaraffenland. Den Normalgewichtigen dämmerte irgendwann, dass etwas mit der Füllmenge nicht stimmen konnte. Die Dicken bemerkten weder die Füllhöhe des Tellers noch die eigene. Macht Schokolade glücklich? Die Kardiologen eher als die Kakaobauern. Denn gewisse Substanzen in dunkler Schokolade, die Flavonoide, schützen vor Herzinfarkten. Aber die Wirkung von Schokolade auf unsere Stimmung wird schnell überschätzt. Sie gilt als natürliches Antidepressivum. Psychologen haben jedoch Placebo-Schokolade hergestellt, die sich geschmacklich nicht von echter unterschied, in der aber Tryptophan und andere angebliche Stimmungsmacher fehlten. Und siehe da, der Stimmungseffekt war gleich. Von Kindheit an verbinden wir mit Schokolade Trost, Zuwendung und Liebesersatz. Im wahrsten Sinne des Wortes ein schwerwiegender Irrtum. Auch große Mengen Schokolade können uns nicht aus einem Stimmungstief holen. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Schokolade ist eine Wissenschaft für sich, mit den meisten freiwilligen Versuchspersonen. 10 Kilogramm verbraucht der Deutsche pro Kopf und Zunge im Jahr. Für irgendwas wird es gut sein. Und eins weiß ich aus kühnen Selbstexperiment, es gibt keinen Ersatz. Wenn in Bioläden Johannesbrotkernmehl angeboten wird, vergessen Sie es. Es schmeckt so lustfeindlich, wie es klingt und eignet sich maximal als Ballaststoff.
Wer nicht genießt, wird ungenießbar. Genuss lässt sich steigern. Aber nicht, wie wir gerne meinen, mit der Menge, sondern durch die Intensität und das gezielte Unterbrechen. Wenn ich mich quäle, indem ich mir nur eine Portion von meiner Lieblingseiscreme auftue, statt den ganzen 500-Gramm-Becher auf das Sofa mitzunehmen, ist das fast so gut wie Joggen. Ich bin danach stolz, dass ich es geschafft habe. Und wenn ich dann noch 10 Minuten warte, ist der Heißhunger auf Süße und Schokolade fast immer bereits verschwunden. Was ich nicht gemerkt hätte, wenn ich in einem Rutsch die Speise an meiner Zunge durchgewunken hätte, gemerkt hätte ich es erst viel später auf der Waage. Genuss zu unterbrechen steigert den Genuss. Dazu muss man kein Masochist sein. Probieren Sie es aus. Ich liebe es, in die Badewanne zu gehen. Und wenn sie genau die richtige Temperatur hat, ist es ein großer Glücksmoment, in das Wasser einzutauchen, bis es mich komplett überflutet. Doch immer wieder falle ich darauf herein, zu glauben, es würde irgendwann nochmal besser. Es wird nicht besser. Ich werde immer nur schrumpeliger. Also rein, genießen und zack, raus. Und kalt duschen. Denn auch Kontraste steigern den Genuss. Deshalb gibt es ja beim Essen mehrere Gänge. Kalt, warm, flüssig, fest, salzig, süß. Man hat auch von seiner Lieblingsspeise mehr, wenn man sie nicht jeden Tag isst, sondern kontrastiert mit der zweitliebsten Speise. Ich habe als Kind geliebt, einen ganzen Eierbecher voll Rosinen von meiner Mutter zu bekommen. Und ich habe sie ganz langsam gegessen, in fast meditativer Trance, an jeder einzelnen herumgekaut. Das konnte schon einen verregneten Nachmittag lang dauern. Ich müsste das mal wieder üben. Die Butterstulle fällt immer auf die Butterseite und ein Nutella-Toast auf die Schokoladenseite. Ich esse Nuss-Nougat-Creme auch wegen der Vitamine. Ich habe mir neulich beim Frühstück ausgerechnet, dass mein Tagesbedarf an Vitamin B6 laut der Packungsangabe bereits nach 1,3 Kilogramm Nutella gesättigt wäre. Man braucht nichts weiter zu essen den ganzen Tag. Kann man dann auch nicht. Die Schattenseite der Schokoladenseite ist die Sucht. Und die größte Spaßbremse ist wie immer die Gewöhnung. Diese Spaßbremse bremst man am besten aus durch Abwechslung, Unterbrechung und Trainieren aller seiner Sinne, um die Unterschiede im Wein, in der Schokolade, im Liebesspiel wirklich wahrnehmen und wertschätzen zu lernen. Darin kann man wieder ein ganzes Leben lang besser werden. Und wenn man Schokolade ganz langsam auf der Zunge zergehen lässt, macht sie auch nicht dick, solange es nicht die eigene Zunge ist. Sie wollen einen wirklich brauchbaren Tipp, mit Essen glücklich zu werden? Sie wissen schon genug. Hören Sie. Hören Sie in sich hinein, bevor Sie etwas in sich hineinstopfen. Und stellen Sie sich vor dem Mund aufmachen eine kleine Frage. Möchte ich daraus bestehen? Danke. Thank you for the music. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder, aber oft eine Stereoanlage. Robert Lemke. Wie lange ist es her, dass Sie gesungen haben? Vielleicht zu Weihnachten? In einer Karaoke-Bar? Anders gefragt, wann haben Sie das letzte Mal gesungen, nüchtern und freiwillig? Oder haben Sie doch nur eine CD eingelegt? Singen macht glücklich und gesund. Sänger bekommen weniger Erkältungskrankheiten, weil mit der Stimme die Stimmung und damit die Abwehrlage sich verbessert. Singen ist ein natürliches Antidepressivum. Singen kommt vielen unnatürlich vor. Was für ein Quatsch! Lange bevor wir als Baby den Inhalt der Sprache verstehen, erkennen wir die Satzmelodie.
Allein durch das, was wir durch die Bauchdecke vor der Geburt aufschnappen konnten, konnten wir als Neugeborene bereits die Muttersprache von anderen Sprachen unterscheiden. Viele Wissenschaftler glauben heute, dass die Musik auch in der Menschheitsgeschichte vor der Sprache auftauchte. Wir können sprechen, weil wir geborene Sänger sind. Fürs Sprechen allein bräuchten wir nicht die Fähigkeit, über mehrere Oktaven Töne zu erzeugen. Da hätte weniger auch gereicht. Mit melodienhaften Lauten konnten die Urmenschen sich über Distanz nah sein. Bis heute verbindet uns Singen. Wenn im Fußballstadion gemeinsam gegrölt wird, ahnt man die Kräfte, mit denen wir uns damals zur Jagd verabredeten. Ich wüsste gerne, wie viele Männer zum Fußball nicht wegen des Spiels, sondern wegen der Gesänge gehen. Immerhin gibt es in Deutschland mehr Chöre als Fußballvereine. Hauptsache, wir gehören irgendwo dazu und können uns Gehör verschaffen. Von Olé, 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 Olé bis zu den Oratorien von Bach. Singen kann man überall, unter der Dusche oder im Regen. Und wenn man den Text vergessen hat, summt man. Dabei können auch Liedtexte echte Glücksmomente enthalten. Eins meiner Lieblingslieder, Der Mond ist aufgegangen. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Glück kommt selten allein ist auch ein Buch, was den schlechten Gefühlen vorbeugen soll, bis hin zur Depression. Und Depressive sind so in einem Keller und so unter der Wolkendecke, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen können, dass da drüber immer eine Sonne für uns scheint. Und das hat Matthias Claudius hier wunderbar ausgedrückt. Zu sagen, auch weil wir es im Moment nicht anders sehen können, der Mond, die Dinge sind rund und schön. Oder auch das schöne Wort verschlafen. Bei uns löst es nur noch die Panik aus, wenn wir den Wecker und die innere Uhr überhört haben und zu spät kommen. Claudius erinnert daran, dass man auch seinen Kummer verschlafen kann und die Welt morgen ganz anders aussieht. Und jetzt alle im Kanon. Froh zu sein bedarf es wenig. Und wer froh ist, ist ein König. Danke. Eben kam ja schon das Thema Sinnlichkeit auf. Und da machen wir gleich weiter mit einem anderen großen Missverständnis, nämlich Glück kommt selten allein, es kommt mit dem Genuss. Kommt Glück mit dem Kommen. Es geht um den Höhepunkt. Und wie oft habe ich einen Witz vorne weggestellt. Gott stellt sich im Paradies vor seine Geschöpfe und sagt, ich habe jetzt noch zwei Eigenschaften zu verteilen. Eva fragt, was gibt's denn? Gott sagt, die erste ist, im Stehen pinkeln zu können. Adam, hier, Icke, im Stehen pinkeln, verstehst du, kennst du, muss ich haben. Eva fragt, und was ist die zweite? Multiple Orgasmen. Adam war ein Idiot. Was ist der ungewöhnlichste Ort, an dem Sie schon einmal Sex hatten? In keiner meiner wildesten Fantasien käme ich auf die Idee, in einem Positronen-Emissionstomographen, abgekürzt PET, einen Orgasmus haben zu wollen, geschweige denn zu können. Auf so etwas kommen nur Wissenschaftler. Für eine Studie waren Paare angehalten, einzeln das Gerät zu besteigen und jeweils dem anderen zum Höhepunkt zu verhelfen. Es fanden sich tatsächlich 22 Menschen, die für den Fortschritt der Wissenschaft zum Äußersten bereit waren und sich auch in ihr Innerstes dabei schauen ließen, in ihr Gehirn.
Um scharfe Bilder davon machen zu können, musste jeder Orgasmuskandidat den Kopf stillhalten, während der Rest des Körpers gleichzeitig möglichst gefühlsecht den Gipfel der Lust erklimmen sollte. In den Männerhirnen leuchtete die Ecke mit der Bildbearbeitungssoftware auf. Auch bei geschlossenen Augen. Sie hatten sich während des Versuchs selbst scharfe Bilder gemacht. Im Männerhirn leuchteten dazu die üblichen Verdächtigen auf, das Belohnungszentrum, insbesondere die Aria tegmentalis ventralis. Ich sage Ihnen das nur, falls Sie es mal zu Hause nachmachen wollen. Nachdem die Männer befriedigt waren, durften sie nicht etwa einschlafen, sondern sollten ihre Frauen im Bett befriedigen. Und plötzlich macht der Begriff, der allen ehemaligen Bravo-Lesern geläufig sein dürfte, Sinn. Petting. Doch der weibliche Orgasmus war nicht so einfach zu erreichen. Laut dem Studienprotokoll jedenfalls nicht auf Anhieb. Es klingt wie ein schlechter Witz, aber die Experimentatoren mussten den Frauen tatsächlich Socken bringen. Denn mit kalten Füßen konnte sich keine genug entspannen, um die Kontrolle zu verlieren. Eine wichtige Botschaft aus dem Messlabor für zu Hause. Männer brauchen zum Orgasmus warme Gedanken, Frauen warme Füße.